Hallo Leute, willkommen zurück zu Trials Rising mit mir Frosty und beim letzten Mal habe ich leider eine Strecke vergessen. Es tut mir leid für die Leute, wo es aufgefallen ist, aber wir steigen gleich rein und holen das nach. Sibirischer Express und ist eine Strecke, die es schon in Trials Fusion so ähnlich schon gab. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Strecke, ich fahre die sehr, sehr gerne. Und wir fahren mit dem Rhino mal wieder. Auf dem fahrenden Zug geht's los. Und ist nicht so Highspeed angelegt, glaube ich, so wie in Trials Fusion, wenn ich mich nicht irre. Ist ein bisschen, fährt sich etwas langsamer. Und ich glaube auch nicht, dass es. Gab es eine Abkopplung? Ich glaube, es gab eine Abkopplung, aber es gab noch was anderes, was jetzt gleich kommen wird. Und zack, da wäre der Kopf weg. Und ich glaube auch auf jeden Fall nicht, dass der Waggon gebrannt hat. Ja gut, dann sind wir wieder mal hier in der Schwebe. Ganz easy. Fahren wir hier entlang. Oh Leute. Folge. Fängt wieder mega gut an. geil. Ja, komm schon. Oh, das war echt knapp. Da fahren wir hier rein. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist dieses Schaukeln. Bin ich überhaupt kein Fan davon, wenn der Map irgendwie so ein Grundschaukeln drin hat. Irgendwie, das ist nicht meins. Boah, das sah aber richtig knapp aus. Holy. Und das ist sie. Keine Ahnung, wie lange wir da gefahren werden. Das müsste man mal ausprobieren. Gibt es ein Ende? Oder fährt der ganze im Kreis? Wir wissen es nicht. So, war leider auch kein Gold. Aber jetzt geht's los mit der richtigen Klasse für diese Folge der Europa-Halbprofi-Liga. Also wir sind schon mal bei Halbprofi und Halbprofi bedeutet Battle und da haben wir schon ein paar Strecken. Und hier eingefrorener Fjord, wenn man das so ausspricht. Einer meiner Lieblingsstrecken. Einfach nur mega. Trash. Fand ich jetzt nicht so gut. Dann fand ich auch nicht so gut. Bukarest, kannst du mich jagen, ey. Also ohne Witz, keine Ahnung, wer sich die Strecken von den Entwicklern ausgedacht hat. Aber ich finde sie nicht so geil. Griechischer Wein ist okay. Moto Gladiatoren ist mehr als nur okay. Dann in Frankreich, Eiffel Tower ist Eiffel Tower. Eiffel Tower. Okay, Wortspiel. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und UK Up ist immer Premium, Leute. Immer Premium. So, dann fangen wir mal mit Frozen hier an. Also nicht der Disney-Film Frozen, weil. Ich hoffe, es wird jetzt nicht gesungen. So, im winterlichen Atmosphäre hier. Wir sind leider nicht dick genug dafür angezogen, aber das Motorrad heizt uns bestimmt auf. Okay, wenn wir hier so hochbrettern würden, glaube ich, reicht das schon aus, mit wie viel Kraft wir das Motorrad da hochdrücken und weiß ich, Bewegung, alles Mögliche. Das war nicht optimal. Den Schneemann kicken wir mal kurz weg. Oh, das war mal wieder erbärmlich. Meinerseits. So. Über den Kamin drüber. Bloß nicht zu weit, weil hier muss man gut landen, dass wir schön hoch können. Zack. Die Markierungen sind halt immer on point, dass sich irgendwas bewegt, Leute. Das hätten sie auch weglassen können. Irgendwie. Aber okay. Durch den Weihnachtsbaum durch. Nee, doch nicht. Da oben ist noch ein Eichhörnchen, was man sammeln kann.
Das mache ich meistens erst, wenn ich das Game so wirklich durch habe und dann einfach mal Achievements, Hand und so weiter. Das muss eigentlich sein. Aber die sind ein bisschen schwieriger zu finden bzw. einzusammeln und sind einiges mehr. Dann gehen wir, die hebe ich mir für später auf. Gehen wir zu Trash. Trash halt. Und es pisst mal wieder. Es pisst nämlich auch gerade jetzt bei mir hier. Ist nicht so geil. Trash ist halt Trash, also Müll und so weiter. Hier ist halt eine Müllstrecke. Also kann man jetzt sehen, wie man will. Aber kriegen wir mal wieder eine bessere Zeit raus. Die Hoffnung bleibt bestehen. Mal ein bisschen Concentration hier. Das war ultra knapp und das kriegen wir nicht mehr hin. Ich hab's kommen sehen. Leute, ich hab's kommen sehen. Wir waren einfach zu langsam. Und da waren wir jetzt nicht weit genug. Aber machen wir dafür zwei Frontflips. Und hoch. Ah, Mist. Da hätte ich früher vom Gas gehen sollen. Das nehmen wir noch so mit. Alles easy. Und mit dem Wheelie durch. Geht ja. Aber Hauptsache Gold. Wir kommen gut durch. Das ist das Wichtigste. Es sieht die Maps so weiter. Es sieht ein bisschen, wie es funktionieren soll. Das ist, ja. Könnt ihr auch woanders anschauen, glaube ich. Aber. Ja, gut. Ist ja trotzdem hier. Nein, die nehmen wir jetzt nicht. Aber wir dürfen jetzt keine vergessen. Also hier haben wir noch eine übrig. Also dann, machen wir jetzt einfach. Ja, komm, Bukarest. Immer her damit, dass er schnell weg ist. Auf jeden Fall. Sofort. Ja, wir fangen hier von derselben Stelle in Bukarest an. Und bloß hat sie einen anderen Verlauf. Oh, dieser Anfang, ey, der bringt mich fast zur Weißglut irgendwie. Ich bin einfach nicht gut auf dieser Strecke. Jetzt aber. Ich finde den Anfang einfach nur beschissen, Leute. Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Nein! Alter, ich krieg hier keinen Flow hin. Na, machen wir es so. Ah, schon ein bisschen besser. Das nehmen wir so mit. Keine Sorge. Das war ganz gut gerettet eigentlich. Und das war wieder. What? Das war aber mega knapp. Hier geht's wieder durch den Kanal durch. Durch die Kanalisation. Ach, stimmt ja, das ist jetzt zugeschüttet, da geht's ja gar nicht durch. Oh, ich war gerade voll in einer anderen Map drin. Ja, das ist halt auch so eine Stelle, wo man denkt so, nimmt voll den Flow raus. Warum tut ihr das? Hier ist wieder so ein schöner Flow und, ja, ein bisschen abgebremst. Nein! Alter, das war klar, die Federung hat gerade richtig gekickt gerade. So, Kopf einziehen und da ist das Ziel. Ja, Bukarest, das ist ein ganz schwieriger Fall. Also natürlich kriege ich es auch auf Gold und auf Platin hin, wenn ich mich ein bisschen dran setze. Aber ich komme mit manchen Schrecken einfach nicht so richtig klar und ich fahre es auch nicht so gerne. Ist aber, glaube ich, normal. Dann fahren wir hier die P-Punkt-Strecke. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. So, im Schwimmbad drin vom 10 Meter Turm runter ins Wasser. Suchen wir uns mal. Gerade wollte ich sagen,
Das mit ein bisschen konzentrieren. Und dann baue ich so einen Scheiß wieder. Okay, nochmal von vorne. Da gehen wir halb unter. Alter, ich krieg den Arsch halt aber nicht vernünftig hin. So. Was war jetzt daran so schwer? Gar nichts. Ich hätte nicht auf die Bremse drücken sollen. Das war ein Fehler. Ah, das war jetzt nicht so optimal. Oh, der hat mir... Junge. Ah, die Konzentration ist halt einfach nicht da. Die ist einfach nicht da, Leute. Man merkt es auch, mega viele Fehler. Ich lasse so viel Zeit liegen und trotzdem haben wir eine bessere Zeit. Das lässt ja schon resultieren, dass es halt vorher komplett für den Arsch war. Was wollte ich jetzt hier machen? Keine Ahnung, ein bisschen flexen oder so. Ah, okay, jetzt von wegen. Jetzt haben wir nicht mal annähernd eine bessere Zeit. Das war einfach nur richtig bad. Also so richtig bad. So, gleich weiter. Ich glaube, ich brauche jetzt eine gute Strecke. Eine Strecke, was mir gefällt, wo mich wieder aufmuntert. Nein. Geht gleich zu dir. So, ich kann mich an die auch nicht so richtig mehr erinnern, aber ich glaube, sie war nicht schlecht. Oh, das war fast zu viel Schwung. Das war noch gerade so gerettet. Hat aber halt wieder so viel Zeit gekostet. So, ein bisschen konzentrieren tun wir uns mal wieder. Und weniger Scheiße labern. Ah, nee, das hat jetzt, hätte nicht geklappt, wenn ich nach oben gegangen wäre. Ah, verdammt, Leute, das war... Ja, ich hab's einfach nicht im Kopf, die Strecke. Das war auch nicht gut. Okay. Und dann müssen wir da hoch. Ah, kriegen wir eine bessere Zeit hin? Ja, immerhin. Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe gedacht, wir sind mega schlecht gerade drin gewesen irgendwie. Dass ich so gerade so Gold bekomme. Aber das sah ja mal gar nicht so schlecht aus. Obwohl ich da wieder zig Fehler gesehen habe. Aber okay, gut. Wäre auch ein Kandidat für Platin-Medaillenjagd. Oder Diamond-Jagd. Ja, stimmt, ja, da war ja was. Also, am schnellsten ist es, da drüber zu springen, aber bin ich ehrlich, habe ich probiert, habe ich nicht richtig hingekriegt. Also nicht hochflüssig, wie es sein sollte. Ja, das ist halt, es raubt halt wieder einen Flow, finde ich, hier. Da können wir da hoch. Das wäre jetzt nicht optimal, mal wieder. Eigentlich ist es nie optimal von mir. Da gehen wir da rein. Und ja, das ist... Ich kann hier nicht wirklich einen Flow aufbauen, irgendwie. Aber... Zwei Vorwärtser, das kriege ich gerade so hin, ohne zu verrecken.
Da schön mit dem Arsch antipsen. Boah, das war zu viel abgebremst. Oh nein. So, das um und dann jetzt wieder hoch, Leute. Tür noch aktivieren, dass sie aufgeht. Das Ende ist halt irgendwie lame, Leute. Das ist halt irgendwie lame. Okay, jetzt kommt halt der Stapler hergefahren. Man schiebt uns weg, aber okay, gut. Hätte auch ein LKW sein können, der als einfach über den Haufen fährt. Wäre nämlich genauso gegangen. So, wie viele Strecken haben wir denn jetzt eigentlich noch offen? Also, die haben wir gemacht. Hier die drei. Warte. Die haben wir noch. Und die drei. Dann würde ich sagen, heben wir uns die zwei hier auf und fahren einmal in Frankreich. So, die ist nämlich auch ziemlich, ziemlich geil, Leute. Die werde ich nämlich safe auf Platin hinkriegen oder auf Diamond sogar. Das war... Nein, das machen wir wieder neu. Das war... Ah, das war nicht okay, gut. Das war nicht gut, Leute. Wieder hoch. Gerade so. Oh, oh, oh. Das ist auf jeden Fall nicht so gut gewesen. Ah, Mist. Okay, machen wir nochmal neu. So. Zack. Ja, haben wir wieder Zeit liegen lassen. Ja, das ist okay, gut, dass das noch gezählt hat. Ah, ich komme da nicht vernünftig hoch. Ah, das war alles nicht optimal, Leute. Das war alles nicht optimal. Das geht viel besser. Man sieht ja eigentlich, wie viel Flow man da reinsetzen kann mit den ganzen Rampen. So weiter. Wir sind halt ganz nah dran. Also es ist die Zeit, was ich halt privat halt gespielt habe. Und da muss alles sitzen, aber es macht mega Bock, wenn alles sitzt. Also Leute, ohne Witz, saugeil. Aber jetzt können wir mal, jetzt machen wir UK ab und das auf Mittel. Vorher war es, glaube ich, auf Anfänger. Ist geil. So, die Ladezeit hat wieder ewig gedauert, aber egal. Ist hier rausgeschnitten für euch. Und ja, das sind einfach meine Strecken hier. Die müssen bei mir so aussehen. Kriege ich immer ein mega geiles Feeling. Ja, das war ein bisschen zu langsam. Oder nicht weit genug gesprungen. So. Da hoch. Also die Strecke mit dem Donkey fahren, also es war ein Auftrag. Das war echt lustig. Oh shit, okay. Da war ich zu langsam, Leute. Gleich krieg sie ohne Fehler hin mit einer besseren Zeit, aber Pustekuchen. Da fehlt uns eigentlich noch ein gutes Stück für Platin, aber ein sehr gutes Stück. Von Diamond brauchen wir erst gar nicht reden. Ah, das könnte noch lustig werden. Aber zu der letzten richtigen Strecke für heute, bevor wir das Turnier anfangen. Finish Flash. Oder Finisher. Finish? Wie spricht man das englische Finish aus? Finnish? Ich glaube, ich habe nie Finish in Englisch ausgesprochen. Aber Finisher Blitz. Ohne hier mit Auftrag. Also das geht nicht. Nämlich ist mittlerweile auch Winter geworden auf dieser Map, was ich immer sehr geil finde. Eine bessere Zeit, das heißt nichts, Leute, das heißt nichts.
Ah, das war nicht gut mitgenommen und nicht gut aufgekommen. Oh, das war ganz schlecht gelandet. Ah, wie es aussieht, diese Folge leider nicht so optimal. Also nicht noch weniger optimal, als es eigentlich ist. Also ich war halt irgendwie jetzt noch beschissener. Aber hier 3 Sekunden, fast an einer besseren Zeit. Also fragt sich, was mein altes Ich mal wieder gemacht hat. Kann ja wieder nur Scheiße gehört haben. Den lassen wir vorbeirollen. Ja, das... Ja, für Platin... Schwierig. Da waren halt wieder so 3-4 Stellen, wo ich sagen kann, okay, da habe ich auf jeden Fall eine halbe Sekunde liegen lassen. Wenn nicht noch mehr. Aber das war es jetzt mit dieser Strecke und wir gehen ins Turnier und das ist mal wieder ein Schmaus. Also, ich liebe es ja. Grad Highland. Überhaupt nicht mein Fall. Überhaupt nicht. Finde ich alle 3 nicht so geil. Aber was soll's. Wir nehmen den Rhino und starten durch. Und wir sind jetzt abschussbereit und Vorwärtssalto, was geht, Leute. Vorwärtssalto, was geht. Aber rechtzeitig abfangen, auf die Bremse drücken, dass wir auf die Plattform kommen als Erster und versauen natürlich den Start richtig beim Aufkommen. Ja gut, war jetzt nicht so geil. Dann kommen wir auf die andere Seite. Das war gerade so gerettet, aber das hat uns jetzt hier das hier versaut. Aber Leute... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Boah, das ist alles nicht gut. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Aber kommt trotzdem noch erst ans Ziel. Heieiei. Ja, Platin habe ich halt beim letzten Mal schon geschafft. Also deswegen... Platin, Leute. Platin. Ganz easy. Oder gerade nicht so easy. Ich glaube, das war einfach so bei First Stride sogar. Irgendwie, keine Ahnung. Komisch. Nein. Da wollte ich den Mantis nehmen eigentlich und habe den Rhino ausgewählt. Das ist jetzt, naja, semi-gut. Und weiter geht's mit dem Böller. Selbe Prinzip. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie man da fährt. So sollte man auf jeden Fall nicht fahren. Also nicht eine Fanswelt. Da bin ich jetzt so... Das hat mir jetzt... Was? Zum... Was ist da jetzt gerade los? Was treibe ich jetzt hier? Also... Ist ja unnormal. Okay, ich fahre jetzt einfach gechillt hier durch. Easy peasy. So. Kommen wir dann noch rüber? Nein, aber teilweise gerettet. Der da vorne ist ja mal richtig abgegangen. Aber egal. Ach nee, oder? Ich hätte gedacht, das schaffen wir noch, aber okay. Oh shit. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Nein, wir werden verlieren. Ach, verdammt. Es ist halt gerade richtig schlecht von mir. Holy shit. Also verdienter 2. Platz war das gerade eben nicht. Definitiv nicht. Also, das war
Das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Ich hoffe, mit der nächsten Strecke wird das besser, weil da habe ich auch Platin und es sollte eigentlich besser werden. Wir dürfen bloß nicht verkacken. Natürlich. Und diesmal nehme ich den Mantis. Vielleicht lag es daran. Ich habe auf jeden Fall ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht. Das sah jetzt nicht so gut aus. Habe ich da wirklich Platin geschafft? Komisch. Ich bin halt leider kein Fan von diesen Strecken irgendwie. Ja. Ich bin mir auch gerade nicht so 100% sicher, wie ich hier fahren soll. Das ist gerade ein bisschen komisch. Aber eine Sekunde. What the hell? Wow. Kriegen wir hier... Jetzt bloß nicht übermütig werden. Bloß nicht übermütig werden. Oh, oh, oh. Oh, das sah nicht gut aus. Das sieht immer noch nicht gut aus. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Warum hat es gegangen? Das darf nicht wahr sein. Oh, Leute. Oh, das war jetzt... Oh mein Gott. Okay, das ist halt einfach komplett für den Arsch. Der ganze Flow ist weg. Alles ist weg. Da habe ich jetzt gerade nicht auf mich geachtet, nämlich auf den Hintermann. Aber okay, egal, was soll's. Wir liegen vorne. Also, da war ja nochmal richtig viel Zeit drin. Da war ja richtig viel Zeit drin. Da nochmal im Reifen anditschen. Hier war halt... Ich war irgendwie... nicht... so schnell, was es angeht, um halt weiter nach vorne zu gehen. Ja. Aber wir sind Erster und wir haben es geschafft. Das ist mal das Wichtigste. Aber das zeigt schon mal, wie viel man wo was rausholen kann. Und da hatte ich ja gar nicht Platin. Hä? Was? Hab ich ja mal komplett übersehen. Doch. Okay, nee, es war ja gerade eben. Ganz komisch. Ich war gerade mega verwirrt. Leider wird mir ja nicht angezeigt, wie viel noch für Diamond. Also ich muss erst Diamond freischalten, also eine Strecke auf Diamond schaffen. Was ist das hier? Auf Diamond. Also für die Zeit halt schaffen. Dann wird mir erst Diamond angezeigt bei jeder anderen Strecke. Glaube ich. Und es wird mal Zeit. Vielleicht werde ich mich da privat ein bisschen hinhocken, dass wir Diamond mal durchkriegen. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Haut rein.